Liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Roger, Satellitenbild kommt in einer Minute. Over. Okay, Männer, wir sind wieder online. Los geht's, Fox 2. Es kam jetzt länger nichts von uns, tut uns leid. Wir haben noch ein paar Reviews in der Pipeline, die wir noch abdrehen müssen, aber das liegt natürlich alles daran, dass wir das cineastische Duett Opus 4 jetzt gedreht haben und das ist gerade noch in der Postproduktion. Kommt am Sonntag raus. Hoffentlich am Sonntag raus, wenn das dann alles flutscht in der Postpro. Wie Profis sagen. Aber damit ihr diese Zeit überbrücken könnt, haben wir jetzt einen ganz interessanten Home-Entertainment-Start. Ja? Ja. Und zwar Being Charlie. Kann man nicht sehen, weil die Kamera wahrscheinlich nicht. Wir nehmen alle mit ins Boot. Ja? Wer, sagen wir mal, man ist ja zu fett und kommt nicht aus dem Haus. Ja? Kann nicht ins Kino. Kein Problem. Einfach bei Amazon bestellen, overnight, bla bla bla. Kommt wann raus? Heute. Was heißt das? Zurück ins Leben. Being Charlie, zurück ins Leben. Das ist ein 18-jähriger Typ, der drogenabhängig ist und viele Rehab-Programme macht. Und erschwerend kommt dazu, Papa ist running for governor in Kalifornien. Und das beißt sich. Das beißt sich. Beißt sich, ja. Mit so einem Drogikind. Und ja, das ist so ein bisschen Coming of Age, sehr, zum Teil sehr bedrückend. Schon ein relativ langsamer Film eigentlich, ja, auch, ne? Auch. Sehr sympathische Schauspieler, die man auch so nicht kennt eigentlich. Außer Carmen. Carmen wie sich für einen Hip-Hopper gehört, spielt er den Leiter einer Rehab-Facility. guter Soundtrack. Genau. Guter Soundtrack. Viel Hip-Hop, aber auch viel Blues und Jazz und Swing. Und auch gut gespielt, auch von dem Jungen, ja, finde ich. Ne? Also, ja. Ja, hartes Thema, aber sehr schön aufgedröselt, inszeniert, genau. Fand ich es auch ganz schön. Also zum Teil auch schöne Bilder, muss man sagen. Ja, ja. Also ich fand den wirklich gut, den kann man sich mal angucken. Auf jeden Fall. Amazon, VOD, Watchever, YouPorn, genau. alle einschlägigen Plattformen. Wir sagen Bewertung 17,9 von 22. Die war doch gut, oder? Nee, setz ihn da mal hin. So, jetzt machen wir noch eine vierte. Wirklich gut, ne? Ja, der war gut dafür. Der war wirklich gut dafür. Ich meine, dafür, dass wir uns hier um 13 Uhr... Dankeschön! Achso! Und vielleicht verlosen wir den noch. Ach ja! Nächste Woche. Ach ja! Aber das nur eventuell. Das ja, ist es ja, das verraten wir euch noch nicht. Aber bleibt einfach mal dran. Folgt unserem Kanal. So oder Richtung Christmas auch schon denken. Christmas, Christmas, Chanukka. Und genau, wenn ihr dann einen drogensüchtigen Kumpel habt, dem das einfach mal geben. Ja. Und dann ändert er vielleicht seine Meinung oder stürzt sich in den goldenen Schuss. Tschüss. Tschüss.